Aber die nicht, nur die blauen. Mal gucken, ob ich noch die 400 voll kriege. Da kann ich mir etwas mehr holen. Oh, Backtracking ist auch in diesem Spiel vom Vorteil. Okay, wir haben die 400 voll. Ich dachte gerade, ich bin festgestackt. Selbst die Kissen respawnen, das ist ja praktisch. Das kann ich nicht zerstören. Ich brauche alles. Okay, ich glaube, das reicht jetzt aber wirklich. So, dann gehe ich noch kurz ins Einkaufscenter. Kaufen wir jetzt noch den anderen Anstecker. Yay. Und dann auch noch, würde ich mal sagen, Sunset Street, Main Street, weil wir hier gerade sind. So, und jetzt gehen wir zum Eiscafé. Hallo, ich bin Pauli, der Besitzer der Eisdiele. Eis ist heutzutage schwer zu bekommen, deshalb habe ich manchmal nicht viel Auswahl. Die Geschäfte laufen schlecht, aber ich lese Bücher, wenn ich keine Kunden habe. Deshalb verkaufe ich jetzt auch Verbesserungen und Filter für deinen Fotomodus. Du suchst das Buch, das Casey mir geliehen hat? Ich habe es noch nicht ganz durch, aber du kannst es ruhig schon haben. Komm bald wieder vorbei. Okay, dann kommen wir jetzt auch wieder zurück. Nebenbei wieder ein paar Tickets einsammeln. Großartig, du hast mein Buch gefunden. Das ist einmal eins der Detektive. Jetzt bin ich fast bereit, mein Detektivbüro wieder zu öffnen. Hoffentlich läuft es dieses Mal besser. Hier das Zahnrad, wie versprochen. Sei nicht so streng mit Oswald. Er gibt sich wirklich Mühe. Du hast bereits beide Zahnräder gefunden, Mickey. Schnell zurück zu Kobold Markus. Machen wir. Nachdem ich das hier alles zerstört habe. Hier haben wir alles zerstört, ne? Hier haben wir alles zerstört. Hast du schon beide Zahnräder? Großartig. Du musst nur noch eine Sache erledigen, damit das Ding wieder läuft. Als die Maschine kaputt ging, wurde die Energie in Form von Energiefunken im ganzen Park verteilt. Einige wurden von verschiedenen Leuten aufgesammelt und einige Energiefunken wurden noch nicht gefunden. Wir brauchen einen, um die Osttown-Projektor-Leimer zu starten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen im Museum gesehen habe. Du solltest mal dort vorbeischauen. Es liegt auf dem Platz zwischen Rudis und Detektivbüro und dem Bahnhof. Besuch Casey im Einkaufszentrum. Ich glaube, er hatte vorhin einen. Hättest du das nicht vorher sagen können? Gehen wir erst ins Museum. Sind Sachen respawned? Nö. Eine neue Ausstellung haben wir aber. Siehst du das Leuchten? Was, du brauchst die irre leuchtende Kugel in der Vitrine? Finde etwas Interessantes als Ersatz für den Energiefunken, dann kannst du ihn haben. Im Kino bleibt jede Menge Zeug liegen. Sprich am besten mit dem Platzanweiser. Das ist ein Hin und Her hier. Laufe von A nach B.
Bist du der Platzanweiser? Hier ist ein Entermesser, das Captain Hook persönlich gehört hat. Du suchst noch etwas für das Museum? Ja, ich schätze, Hooks Messer wäre ein gutes Ausstellungsstück. Weil du mir schon ein paar Filmstreifen gegeben hast, gibt es das hier umsonst. Oh, dankeschön. So gütig. So gütig, mein Freund. Meine Güte, sieh dir dieses Entermesser an. Es ist fantastisch. Für dieses Prachtstück gebe ich dir gerne den Energiefunken. Danke, Mickey. Du darfst jederzeit wiederkommen. Neuer Gegenstand gefunden, Säbel. Okay. Wo muss man nochmal hin zum Einkaufszentrum, ne? Ich habe mich schon wieder aus dem Hinterzimmer ausgesperrt. Ich glaube, ich habe meinen Schlüssel bei Paulins Eisdiele verloren. Der Schlüssel muss irgendwo vorne bei Pauli sein. Willst du ihn bitte für mich suchen? Klar. Hallo Mickey, was treibst du so? Komm bald wieder. Okay. Aber ich sehe hier nirgends einen Schlüssel. Ist da oben ein Schlüssel? Nö. Oh, da oben ist was. Kommt man denn da hin? Das ist wahrscheinlich irgendwie von oben. Apropos oben. Von da aus nicht hoch. Warte mal. Das hat auch nichts gebracht. Okay. Einfach irgendwie hochglitschen. Also, was war nochmal der Auftrag? Irgendwo in der Nähe der Eisdiele. Hast du einen Schlüssel gefunden? Kannst du glauben, Gimbos? Jetzt überrascht mich nichts mehr. Irgendwo in der Nähe der Eisdiele. Oh. Hm.
Du bist kein Eisdiener. Und auch kein Schlüssel. Wer noch? Du hast einen Energiefunken bekommen. Jetzt krieg ich das Projektorleinwand, die dich nach Austown führt, repariert. Mal sehen, was mit diesem Gerät passiert. Hier einstellen und dann... Voila! Ein Projektorleinwand nach Austown, wie gewünscht. Während du weg bist, versuche ich, die anderen Projektorleinwand zum Laufen zu kriegen. Viel Glück, Mickey. Nimm diese E-Tickets. Sie helfen dir bei deinem Abenteuer. Ja, aber... Ich möchte gerne das andere... In der Nähe der Eisdiele. Und das ist nun mal hier. Sieh mal dann zu uns Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ich glaube, ich habe mir die erste jetzt genug umgeschaut. Ich finde nirgendwo einen Schlüssel. Durch kann ich nicht reden. Ist auch kein Schlüssel. Ich bin verwirrt, wo soll der Schlüssel denn bitte schön sein? Ich bin noch in der Nähe der Eisdiele. Sagst das gleich, das war jetzt Verschwendung. In der Nähe der Eisdiele, aber hier ist kein Schlüssel. Nee. I'm verwirrt. Wer hat den Schlüssel von euch geklaut? Hm? So, komm mal hier lang. Okay. Der Schlüssel scheint aber auch nicht hier zu sein. Schlüssel, wo bist du? Dann müsste man auch irgendwie hochkommen. Ne, wir kommen eh hier wieder zurück. Also von daher. Sollte uns das jetzt erstmal nicht abschrecken. Through the mirror. Und er sagt auch nicht, dass uns die Quest hier gegebenenfalls als fehlerhaft angezeigt wird.
bevor wir jetzt stundenlang suchen, wo der Schlüssel ist, können wir das nächste Mal machen. Ich denke mal, wir brauchen noch mehr Energiekugeln. Oder zieht es schon Eis? Nein, es zieht noch nicht Eis. Fehlgeschlagen, nur Ticket-Shutter ist abgelaufen. Aha, hab's gesehen. Okay. Okay, ich hatte die 200 jetzt voll für das nächste Abzeichen. Ne? Flup. Flup. Und hier runter. Und hier überall runter, ne? Kann ich hier was machen? Nicht wirklich. Sich bewegende Karten, ja, läuft. Au. Soll mal sagen, das hat weh. Weil ich kann bestimmt hochspringen oder auch nicht. Okay, die machen mir zwar keinen Schaden, aber die sind schon nervig. Lass mich durch! Wirklich. Warum kann ich hier runter? Komm schon. Gut. Wie? Ach Mist, Alter. Warum ist bestimmt auch noch was? Ich glaube, ich bin von. Bin ich wirklich hoch, oder? Doch, komm ich. Warte, ich mach das jetzt wirklich nur von. Nein, da ist auch noch eine Filmrolle. Okay. Ich wusste, da ist noch was. Und da kann er sehen, wo das so knapp. Ja, manchmal bin ich gewiefter als ein Entwickler. Das war knapp. Nein, nein, nein. Ich frage mich, ob da oben trotzdem noch was ist. Ah, mein Erkundungsdrang. Ja,
Okay. Wir können hier noch lang. Okay. Das ist aber nichts. Da ist ja nur das Feuer, ne? Genau, das wird mir nur wehtun. Ihr lasst mich... Ich hasse diese Karten. Ihr lasst mich einfach nicht durch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich alles habe. So, through the mirror. Auf zum Osttown. Bum 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 bum. Willkommen in Osttown. Donald Schlepper ist offenbar gesunken, seit ich das letzte Mal hier war. Ich mochte diese Ordwurst-Statue schon immer. Der Kerl von der Spaßfabrik heißt Moody. Mad-Eye Moody. Er ist ein bisschen launig. Mad-Eye Moody. Der musste sein.